Wir verlassen jetzt Montyk und wandern nach Lazaret. So, hier nochmal ein Blick auf Montyk. Wir folgen jetzt dem Wald- und Wiesenweg. Es geht erstmal wieder bergauf. Bei schönstem Sonnenwetter laufen wir hier jetzt einen wunderbaren Weg zwischen den Bäumen. Vorbei an Wiesen und Feldern. Das ist übrigens Heike. Bis Lauzerte sind es jetzt noch 12,9 Kilometer. Ein Brunnen zum Laben. Wir nähern uns jetzt dem nächsten Ort. Ich hoffe, es ist Brojenjak. Ganz sicher sind wir uns dabei nicht. Wir haben den richtigen Weg gefunden, trotz mangelhafter Auszeichnung sind wir doch richtig. Auch hier wieder wunderschöne Steinhäuser. Wir haben jetzt die Kirche von Rolljak erreicht. Wir laufen jetzt an einem See vorbei und sollten dann nach 300 Metern ein Gehöft erreichen. Ehemaliger Brunnen. Und wieder geht es einmal auf einem schmalen Bergpfad steil bergauf. Der Blick auf Rolljak. Da wächst eine Art Sumpfgras oder Schilfgras. Obwohl es gar kein Wasser gibt. Hier sieht man noch ein wenig von dem Château Maison de Charie. Also das hier wäre das richtige Gehöft gewesen, an dem wir hätten vorbeikommen müssen. Da wir uns aber verlaufen haben, haben wir etwa einen Umweg von 2 Kilometern gemacht. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Diesen Weg hätten wir runterkommen müssen. Hier noch einmal der Blick auf die Kirche, wo wir vorhin waren. Die Überquerung eines
kleinen Flüsschens mit idyllischer Lage. Kommt ein verfallenes Haus. Wir müssten aber in der Nähe unseres Zwischenziels sein. Das verlassene Haus stellte sich als Gehöft heraus, wo wir jetzt auch eine Pause machen werden. Das ist eine verlassene Kirche. Von hier jetzt nochmal den Blick auf das Chateau. Wir haben bei unserer Pause auch einen Bewacher. So, wir machen jetzt hier gerade eine Pause und werden um 14.15 Uhr weiter wandern. Immer noch im scharfen Blick unseres Bewachers. Der Ort Mont-Lao-Tzu im Hintergrund, den wir jetzt umrunden werden, um auf unser Zielort zu gelangen. Ein idyllisches Örtchen zum Ausruhen. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr. Hier haben Sie riesige Felder von abgeernteten Sonnenblumen. Woraus dann vermutlich das Sonnenblumenöl hergestellt wird. Das sieht man übrigens in Frankreich öfters. Wir haben jetzt erstmal wieder ein Wäldchen erreicht. Wenn man sich das mal so überlegt, was hier landwirtschaftliche Nutzflächen zur Verfügung stehen, sehr wenig besiedelt, und ab und zu mal ein kleines Wäldchen. Und es geht wieder steil bergan. Dieser Weg hat es wirklich in sich. So, das ist jetzt unser Wanderweg, den wir bis jetzt gegangen sind. Und das ist für heute das Endziel, Lauseré. Und dann werden wir weiterlaufen, den Weg runter, bis nach Moissac. Und dann noch, Endziel wird dann, ist in, jetzt auch nicht mehr auf der Karte drauf,
auf jeden Fall werden wir dann in Avila durchkommen. Und hier sehen wir wieder ein Sonnenblumenfeld, das noch nicht abgeerntet wurde. Zur Abwechslung mal ein grünes Feld. Diese Wälder sind wirklich nur Wäldchen mit überwiegend Eichen, aber auch nicht Eichen, wie wir sie kennen, in der Größe und in dem Stammumfang, sondern die sind eher klein und vom Stamm her ziemlich dünn. Das ist jetzt auch wieder ein schöner Waldweg. Was heißt Waldweg? Waldesrand. Weil da ist schon wieder Feld. Wir haben jetzt noch circa 2 bis 3 Kilometer vor uns bis zu unserem Endziel. Wir haben jetzt 15.50 Uhr und bis nach Laozea sind es noch 2,7 Kilometer. Das Schlimmste kommt. Es geht steil bergab. Ähnlich wie in einer Bobbahn. Noch einmal den schönen Ausblick genießen. Es ist schon ein abenteuerlicher Abgang. Zum Glück sind teilweise Treppenstufen eingebaut. Aber wir sind auch noch lange nicht unten. Wir sind unfallfrei runtergekommen. Ab jetzt geht es gemächlich. Aber meine Zehen haben gelitten. Eine Quelle für die durstigen Wanderer. Prost, Heike. Und vor uns scheint der Ort hoffentlich schon zu beginnen. Es ist Licht am Horizont. Der Ort Laozea ist in Sichtweite. Ich habe einen Schrottbaum entdeckt. Oder ist das eine neue Art eines Hochsitzes? Wir sind angekommen in dem Ort Laozea. Jetzt müssen wir nur noch unsere Unterkunft finden. Schätzungsweise müssen wir noch bis da hoch laufen. Das haben wir uns jetzt redlich verdient. Wir sind jetzt 16,46 Kilometer gewandert. Heike macht noch einen ganz frischen Eindruck. Aber ich glaube, sie ist auch geschafft. Prost, mein Schatz. So. Prost.